bin Marco Michel, ich bin 25 und komme von Obwalden, Kerns. Ich bin seit fast 2 Jahren durch einen Unfall im Bergsteigen Tetraplegiker. Wir waren also auf einer Skitour oder beim Bergsteigen. Dann ist ein Felsen hat sich gelöst, bin ich abgestürzt. Durch den Unfall habe ich 6. Halswirbel gebrochen. Ich bin jetzt vom Hals ab wärts gelähmt, C6 Tetraplegiker. Ich bin dann auf Luzern für diverse Operationen. Ich bin dann auf Notwil für 10 Monate Reha. Aber durch die Reha da lernst du als Tetraplegiker noch nicht alles, was möglich ist. Wegen dem bin ich nachher noch in die Para-WG gehen. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat mir vor allem sehr viele Sachen vorfinanziert. Am Anfang ein riesiges Thema ist immer der Wohnungsumbau. Und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und der IV geht es zum Teil mehrere Jahre, bis sie entscheidet. Da tut aber häufig die Stiftung vorfinanzieren, dass man da die finanziellen Sorgen ein bisschen vergessen kann. Und auch die Möglichkeit hast, nach der Reha heimzugehen und nicht unbedingt eine Zwischenlösung brauchst. Also die Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat mir das Pflegebett hier in der Para-WG finanziert, weil die IV nur 1 Pflegebett zahlt und ich daheim schon 1 habe und ich am Wochenende heimgehe, brauche ich wie an jedem Ort ein Pflegebett. Ja, das Pflegebett bringt mir Vorteile. Ich muss zum Beispiel in der Nacht die Blase einisch leer katheterisieren. Und weil ich habe keinen Rumpf und auch die Arme sind eingeschränkt. Dadurch kann ich nicht aufhocken. Für das brauche ich ein Pflegebett, wo man das Kopfteil auflassen kann. Und auch für Transfers, dass die erleichtert sind, muss man die Höhe einstellen. Und sie haben mir ein Auto vorfinanziert. Ein sehr grosses Ziel, das ich noch habe, und ich wollte trotz dem Unfall noch ein Studium abschließen. Und ich wollte da möglichst schnell wieder einsteigen. Und der Weg an die Hochschule, vielleicht mit dem ÖV, ist wirklich ist fast nicht machbar, weil dann bin ich eigentlich nach dem Weg an die Hochschule schon müde. Weil wenn es davor zum Beispiel geregnet hat, dann komme ich nicht mehr selbstständig an die Bushaltestelle. Dann müsste ich jemanden haben, der mir hilft. Und mit dem Auto kann ich dann trotzdem fort und mich so, ja, einfach selbstständiger und flexibler bewegen. Ja, das Auto ist mir sehr wichtig, weil es ist nicht nur der Weg an die Hochschule, auch in der Freizeit gibt es sehr viel Freiheit. Sei das, wenn man etwas unternehmen will oder auch am Wochenende nach Hause gehen will. Wenn zum Beispiel Kollegen kurzfristig etwas abmachen wollen, dann kann ich dort auch wieder dabei sein. Dann kann man das selbstständig machen und muss das nicht immer organisieren und ist durch das selbstständiger und flexibler. Ja.